Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Rom-Vlog. Travis Scott hat sein erstes Konzert seit Utopia gedroppt ist in Rom. Das können wir uns nicht nehmen lassen, deswegen müssen wir jetzt hinfahren. 9 Stunden von Salzburg weg. Bodenlos, aber egal. Wir fahren jetzt mit dem Auto runter. Ja, let's go. Viel Spaß im Video. Gerne abonnieren, liken und kommentieren. Schnick, schnick, schnuck. Du, ja, auf Digga. Drei, auf drei, na, scheiße, na, Digga. Mann. Kacke, Digga, links, hinten. Scheiße. Im Loch, Digga. Oh, nee, Digga, oh, nee, Digga. Wow, I'm way too high. Wow, wow, I'm way too high. Blitz, aber Blitz, oder was? Tell me if you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? Telling you just how I feel. Willkommen zur Room Tour in Rom. Abfällter Leute von ein paar Türmen. Das ist eine Cardio Session. Ist ein bisschen gottlos, aber Jungs, hat's mir ruhig. Kuss. Da, Schlafzimmer. Erstes Schlafzimmer. Ist mega entspannt. Für vor allem den Preis. Wir zahlen 40 Euro pro Person pro Nacht. Ist sehr entspannt. Ja, Küche. Unnötig. Wird er nie benutzt jetzt in die 3 Tage. Aber ist halt da so. Ist halt einfach da. Bringt sich eigentlich nichts. Straight, wenn man durchgeht, gehen wir zum Board. Ja. Schau mal rein. Du passt da gar nicht rein. Ich schau aber. Ja. Schwer. Und der Denkhall checkt das. Überall in Italien oder so haben die das alle. Für was ist das eigentlich wirklich? Ich versteh's nicht. Aber egal. Zum Wohnzimmer. Fernseher. Merkt das? Fernseher, ja. Ist cool, dass so ein Fighter da ist, aber ja. Allgemein sehr chillig. Sehr groß eigentlich. Ja, zu viert passt das super. Und da zweites Schlafzimmer. Das ist so ein Schlafcouch. Und ja, wir planen jetzt mal alles durch und chillen mal und dann sehen wir uns nachher. So Freunde, wir sind jetzt essen. Pizza. Das ist mal wieder ganz große Glatsche für mich. Ja, let's go. Das sind so Bars und alles. Heiß immer von hier. Oh, das hat ein Shisha-Bars. Kennt man wirklich runter. Sehr cool. Sind wir auch schon beleuchtet, richtig geil aus. Bewertung zum Restaurant habe ich vergessen. Ich blende es da ein. War sehr geil. So 8,5 von 10. Richtig gute Pizza. Und ja, 10 Euro. Komplett klar gegangen. Wir schauen jetzt mal zum Circus Maximus. Wo wir entlang gehen müssen und ja. Oh mein Gott. Die Bühne schon aufgebaut. Boah. Wir suchen einen besseren View zum Kriegen. Das ist geisteskrank. Wie krass schaut das aus? Ja, perfekt. Da Bühne. Das Ambiente ist geisteskrank. Da mit den ganzen Ruinen. Das ist geisteskrank. Ich hab so Bock auf morgen. Das ist crazy. Es kämen halt jetzt schon die ersten Leute vor dem Eingang, vor dem Pit Entry. Es ist geisteskrank. Die haben einfach Schlafsack und alles so mit. Ja. Fair. Um 4 ist morgen Einlass anscheinend. Hast du versucht, um 13 Uhr hin, damit das. Ja, damit wir reinkommen. Wir sind jetzt beim Kolosseum. Das ist geisteskrank. Das ist so groß. Wie cool ist das? Auf einmal Kulturreise. Sehr dumm. Wir haben uns jetzt noch ein Eis geholt. 2,50 die Kugel bonus. Und jetzt gehen wir zu dem anderen Brunnen da. Erstmal 4 Stunden noch einer. Oh Mann. Ja, wir haben eigentlich eine Mission. Der Brunnen schaut geisteskrank aus. Anscheinend muss man da Glücksmünze reinhauen. Ey, wir haben den krassesten Eisladen gefunden. Wie cool. Wie cool schaut der aus? Ja. Wir schauen uns jetzt noch weiter so Sehenswürdigkeiten an. Wir waren gerade bei der spanischen Treppe. Und ja. So Freunde, herzlich willkommen zum Tag 2 in Rom. Wir gehen jetzt schnell frühstücken. Croissant. Auf geil.
Und dann, wir schauen jetzt gleich zum Zirkus Nymphenburg, wo das Konzert dann ist, damit wir circa abschätzen können, wann wir hingehen müssen. Oder ob wir gleich dort bleiben müssen, damit wir in die erste Stage schon kommen. Dass wir voll bei Travis sind und nicht 200 Meter weiter hinten. Und ja. Wir sind jetzt frühstücken. Ich zeige euch dann den Laden. Schaut extrem geil aus. Espresso, Croissant. Das war Game Changer im Urlaub. Vierter Block, es geht voran. So Freunde, wir sind jetzt drin. Wir müssen jetzt schwimmen. Oder dürfen wir, aber wir müssen jetzt schnell nach vorne, dass wir in den Pit rein können. Ja. Wir sind drin, 14 Uhr. Alter, geil. Direkt an der Bühne. Wow, wir sind im ersten Sektor zu gut. Wasser und Hotdog geholt. Und ja, jetzt können wir erstmal 6 Stunden warten, 7 Stunden. Alles cool. Im ersten Sektor, das war das Wichtige. Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shit up. Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shit up.
devil my op. Can't pay me to stop. My God at the top. I'm sorry.
Freunde, es war crazy, das war Abriss. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Wir haben Sydney Mosh getroffen, also übel random. Übel geil. Travis mit Kam West, er bringt sie rauf. Ey, ich habe noch nie sowas erlebt.
Das Einzige, was gefällt hat, wäre nur Cardi. Dann wird es ein Kind. Nice, das war gut. Immer gut. Es waren anscheinend 80.000, 70.000, 80.000. Ja, so, Freunde, Tag 3. Wir sind um 10 circa aufgestanden. Haben jetzt alles aus der Wohnung gebracht und fahren jetzt wieder heim. Also, heute am Abend. Heute schauen wir noch, was wir machen. Vielleicht Vatikan oder so anschauen, auf Landungsbahn. Und ja, jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Ein geiles Croissant. Lounge Croissants, so cool. So, Freunde, ist ein Essen. Pommes, Lemon Chicken. Schauen wir mal, ob es gut ist. Ja. Ja, Essen war gut, aber übertrieben teuer eigentlich. Jeder hat 13, 14 Euro gezahlt. Ja, ist nicht übertrieben, oder? Ja. Und jetzt erstmal mit E-Scooter schauen wir mal rein in die Stadt. So, wir sind jetzt mit dem Roller daher gefahren. Wie krass schaut das aus? Das ist ja riesig. Ja, da sind ein paar Kirchen. Aber das ist ja geisteskrank. Schaut sich das an. Das ist ja krass. Da sind die ganzen verfallenen Sachen, was man sich anschauen kann. Hinten das Kolosseum. Cool. Ist cool. Schaut krass aus von mir. Das ist cool. Only one ain't watching you. It ain't up to you no more. Mann, jetzt habe ich einen Eistee aufgemacht und auf meine Hosen. Ist undankbar. Es gibt nur den Eistee in komplett Italien. Ich habe keinen einzigen anderen gesehen. Ja, take one down and hit my peak. So, Freunde, wir waren noch beim Auto drin. Haben noch was gegessen, Pizza. Und jetzt fahren wir heim. Ey, das kostet. Freunde, ich sag's euch. Wir sind leider heim. Ich hab keinen Bock mehr. Auto ungemütlich as fuck. Digga, Utopia wird immer besser, wenn man es öfter hört. For real. Utopia musst du öfter hören, den musst du öfter hören, dann wird's geil. Am Anfang hat man dort ja 2-3 Banger, aber jetzt sind schon 6-7 Banger. Und mit live nur geiler. Ja. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Es war crazy und ich hoffe, ich konnte euch gut mitnehmen. Ja, bis zum nächsten Video. Tell my bitch no stop, he swing like I'm caught, he I'm empty the bag like yes indeed.